Braunbär-Wildnistiere an ehemals selten sie seltsam kennt sie Otter der seltsam kennt sie der Braunbär Ursus arctos ist eine Säugetierart aus der Familie der Bären Ursidae. Er kommt in mehreren Unterarten, darunter europäischer Braunbär und A. arctos, Grizzlybär und A. horribilis und Kodiakbär und A. middendorfi, in Eurasien und Nordamerika vor. Als eines der größten an Land lebenden Raubtiere der Erde spielt er in zahlreichen Mythen und Sagen eine wichtige Rolle, gleichzeitig wurde er als, zumindest vermeintlicher, Nahrungskonkurrent und potenzieller Gefährder des Menschen vielerorts dezimiert oder ausgerottet. So gibt es in West- und Mitteleuropa nur mehr Reliktpopulationen. Innerhalb des deutschen Sprachraums lebt nur in Österreich dauerhaft eine kleine Gruppe, in anderen Regionen des Alpenraums wandern gelegentlich Exemplare umher. Braunbären haben den stämmigen, kraftvollen Körperbau aller Bären, ihr Skelett ist aber in der Regel stärker gebaut als das anderer Vertreter ihrer Familie. Merkmale, die sie mit den übrigen Vertretern ihrer Familie teilen, sind der Penisknochen, Baculum, und der kurze, stummelartige Schwanz. Ein artspezifisches Merkmal ist der muskulöse Buckel über den Schultern, der den Vorderbeinen zusätzliche Kraft verleiht. Kopf und Sinne bearbeiten. Braunbären haben wie alle Bären einen schweren, massiven Kopf mit vorstehender Schnauze. Im Gegensatz zum oft ähnlich gefärbten amerikanischen Schwarzbären ist die Stirn deutlich höher und die Schnauze konkav gewölbt. Die Ohren sind abstehend und abgerundet, die Augen hingegen sehr klein. Dementsprechend ist auch der Gesichtssinn unterentwickelt, der Gehörsinn ist durchschnittlich, der Geruchssinn hingegen sehr gut ausgeprägt. Die Halswirbel weisen eine große Drehbarkeit auf, der Nacken ist allerdings kürzer als beim nahe verwandten Eisbären. Zähne und Verdauungstrakt bearbeiten. Braunbären haben im bleibenden Gebiss 42 Zähne. Die Zahnform lautet 3-3 bis 1-1 bis 4-4 bis 2-3, pro Kieferhälfte haben sie also drei Schneide, einen Eck, vier Vorbacken und zwei Oberkiefer- bzw. drei Unterkiefer-Backenzähne. Die Tiere weisen die für viele Raubtiere typischen vergrößerten Eckzähne auf. Die Backenzähne sind als Anpassung an die Pflanzennahrung mit breiten, flachen Kronen versehen. Wie bei allen Raubtieren, Carnivora, ist der Verdauungstrakt der Braunbären einfach gebaut. Der Magen ist einhöhlig, der Blinddarm fehlt. Der Darm ist 7 bis 10 Meter lang und somit länger als bei rein fleischfressenden Carnivoren. Gliedmassen bearbeiten junger Braunbär. Vorder- und Hinterfüße sind hier gut zu erkennen. Der Abdruck des Vorderfußes weist beim europäischen Braunbären eine Länge von ca. 16 cm, der des Hinterfußes ca. 26 cm auf. Die Gliedmassen sind lang und kräftig, wobei die Vorder- und Hinterextremitäten annähernd gleich lang sind. Die Knochen des Unterarms, Elle, Ulna, und Speiche, Radius, bzw. Unterschenkels, Schien, Tibia, und Wadenbein, Fibula, sind getrennt, was zu einer starken Drehbarkeit führt. Die Füße sind groß und haben auf der Unterseite schwere, behaarte Ballen. Vorder- und Hinterfüße haben jeweils 5 Zehen, die in bis zu 8 cm langen, nicht einziehbaren Krallen enden. Bei der Fortbewegung wird der Fuß jeweils mit der ganzen Sohle aufgesetzt, Braunbären sind also wie alle Bären Sohlengänger. Fell bearbeiten. Das Fell der Braunbären ist üblicherweise dunkelbraun gefärbt, kann aber eine Vielzahl von Farbschattierungen annehmen. Die Variationen reichen dabei von gelb und graubraun über verschiedene Brauntöne bis fast schwarz. Tiere in den Rocky Mountains weisen oft ein weiß-grau gesprenkeltes Oberfell auf, dieser gräulichen, Engel. Grizzly, Färbung verdankt die Unterart der Grizzlybären ihren Namen. Das Haarkleid der Braunbären ist generell durch ein dichtes Unterhaar charakterisiert, die Deckhaare sind lang. Das Fell ist jahreszeitlichen Veränderungen ausgesetzt, das für die kalten Monate angelegte Winterfell ist dicht und rau und erweckt einen zotteligen Eindruck. Abmessungen und Gewicht bearbeiten. Die Kopfrumpflänge dieser Tiere liegt zwischen 100 und 280 cm, die Schulterhöhe beträgt rund 90 bis 150 cm. Der Schwanz ist nur rund 6 bis 21 cm lang.
Das Gewicht variiert je nach Verbreitungsgebiet sehr stark, wobei aber in allen Populationen die Männchen deutlich schwerer als die Weibchen sind. Der Kodiakbär ist die größte Unterart des Braunbären. Die schwersten Braunbären sind die Kodiakbären, die an der Südküste Alaskas und auf vorgelagerten Inseln wie Kodiak leben. Sie können ein Gewicht von bis zu 780 Kilogramm erreichen, wobei das Durchschnittsgewicht der Männchen aber nur bei 389 Kilogramm und bei Weibchen 2.